Ja, Leute, was geht? Meine Füße, du dreckig. Ja, das wolltest du wissen, hä? Heute machen wir was, was ich in der Form, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal genau so gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit relativ wenig Kostas gemacht habe. Warum auch immer, ich mag das Format eigentlich richtig gerne. Normalerweise mache ich das ja mal so, dass ich halt ein Skript schreibe, mir Sketche überlege und genau, naja, aussuche, welche Fragen ich beantworten möchte und wie ich sie am besten beantworten kann. Deswegen habe ich mir überlegt, dass so ein bisschen Roulette-mäßig mit Instagram zu machen. Das heißt, ich blende euch hier gleich meinen Bildschirm ein und dann werdet ihr sehen, wie ich durch die Fragen scrolle und ich werde versprechen, dass ich in dieser Zeit nichts überspringe. Holy, also, ich meine, ich liebe euch, das wisst ihr, aber einige von euch sind crazy und manchmal stellt ihr Fragen, wenn ich denke so, yo, Screenshot geht raus an deine Mutter. Ich habe mir gedacht, dass das ganz cool wäre, weil das einfach mal eine Abwechslung wäre und eine andere Art von Q&A, deswegen machen wir das. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein bisschen nervös bin. Okay, dann lasst uns jetzt erstmal starten. Los geht's mit den Fragen. Welche ist deine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte? Der dunkle Magier natürlich. Ach so, nur kurz noch zum Verständnis, ich nehme immer die Frage, die ganz oben ist. Hast du Harry Potter gelesen? Wenn ja, wie alt warst du und wer ist dein Lieblingscharakter? Nein, ich habe es nie gelesen. Ich habe damals die Hörbücher gehört, aber auch nie alles durch. Aber ich habe von Mick schon richtig Ärger bekommen deswegen, weil er gesagt hat so, du kannst kein Harry Potter Fan sein, wenn du die fucking Bücher nicht gelesen hast. Mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Hermine. Ich habe Kostomate als Shipping-Namen für dich und die Tomate genommen. Gefällt es dir? Kannst du Fungo-Kuscheltiere rausbringen? Dann hat man wen zum Kuscheln. Such dir halt einen Freund, dann hast du auch jemanden zum Kuscheln. Ich weiß nicht, hättet ihr Bock auf sowas? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht mit der Herstellung von Kuscheltieren befasst, aber why not? Magst du mich? They call me Baguette. Ich liebe Baguettes, also, ja. Was ist dein Lieblingsanime? Also ich habe keinen aktuellen. Was lüge ich? Doch, Digimon. Gerade wieder richtig hart Digimon, Mann. Wir haben gerade vor kurzem jetzt den ersten Film geschaut und jetzt, glaube ich, am 2. oder so kommt ja der 2. und Gott, töte mich, wenn ich diesen Film nicht sehe, ey. Ich freue mich so hart drauf. Ich habe wirklich den Todescrush on Tai. Ich weiß nicht, warum. Früher fand ich ihn auch schon cool, aber da war es nicht so krass. Aber ich finde, in diesem neuen Zeichenstil sieht er einfach so sexy aus. Ja, also Digimon. Mathe oder Deutsch? Deutsch. Deutsch? Auch wenn jetzt wieder viele von euch sagen, so, warum ist dann deine Rechtschreibung so kacke auf Twitter? Ich kann das, okay? Also, nee, und Mathe war echt mein Feind. Also, ich hatte damals, ich weiß gar nicht, in der 8. Klasse oder sowas, hatte ich in Mathe erst eine 4, dann eine 5, dann eine 5 und dann noch eine 4. Dann musste ich Nachhilfe machen. Aber das hat so krass geholfen. Ich glaube, danach habe ich eine 2 plus geschrieben und dann war ich so in meinem Kopf 3 Monate lang der Champ. Naja, aber Mathe und ich sind keine Freunde. Wie findest du es, dass Five Source nicht nach Deutschland kommt? Also bei Five Source finde ich es echt schade, weil die echt eine saugeile Show machen und mir das echt voll Spaß gemacht hat. Wie man sehen kann, habe ich ein Five Source T-Shirt an. Was war Tube Clash für dich? Eine mega fette Chance auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich Tube Clash nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nie zu diesem ganzen YouTube-Ding gekommen. Es ist einfach ein Projekt, auf das ich mega stolz bin, weil es einfach krass ist. So, man kann diskutieren, wie man will, aber das Ding ist einfach crazy geworden. Das war so viel Arbeit, ich habe so viel gelernt, ich bin mega stolz. Was werdet ihr mit Ivy machen, wenn ihr in London seid? Kommt sie mit? Ja. Ja. Also ganz ehrlich, als würden wir den Hund zu Hause lassen. Habt ihr mich mal gesehen? Ich bin so der größte Dog-Lover und ich liebe sie über alles. Niemals würde ich sie hier lassen. Okay. Kosturke oder Kosturi? Kosturke. Nein, Mann! Was ist los mit euch? Ich muss das mal kurz klarstellen, so ja. Kosturke ist nicht real. Kosturi. Ihr seid so komisch! Vegan, sexuell. Ich sag ja, ihr seid so komisch. Wenn du dich entscheiden müsstest, wen du eher retten würdest, wenn ein Mörder vor dir steht, würdest du dich dann retten wollen oder lieber Mick? Boah, Alter, was geht ab mit euch? Was sind das für Fragen? Ich weiß nicht, das sind echt so Sachen. Ich glaube, ja, ich könnte ihn nicht sterben lassen, so. Aber ich könnte mich auch nicht sterben lassen. Ich würde halt den Mörder sterben lassen. Keine Ahnung, ey, was ist das für eine krasse Frage, ey, was ist los mit dir? Hattest du mal lange Haare? Ja, also so bis hier so. Und ich sah einfach so mega scheiße aus, weil diese Haare mich wirklich in einen Waschlapp, also wirklich in so einen Wischmopp verwandelt haben. Es war einfach nur so, du hast kein Gesicht mehr gesehen, es waren einfach nur Haare, es war mega peinlich. Wenn du ein Jahr auf einem anderen Kontinent leben würdest, welcher wäre es? Kontinent wäre wahrscheinlich Amerika, weil ich dann nach Kanada gehen würde.
Ja. Wenn du ein Buch findest, wo dein ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod drin wäre, würdest du es dann lesen? Ich glaube... Na, ich weiß nicht. Also es gibt schon ein paar Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren würden. Und ich bin echt schon ein ziemlich neugieriger Typ, also vielleicht... Okay, wenn das Buch hier rumliegen würde, würde ich safe irgendwann angucken, weil du dich gar nicht dagegen wehren kannst. Ich glaube, ich würde gucken, in welchem Alter ich sterbe, was aber mega kacke wäre, weil dann da drin stehen würde, so, du hast noch 2 Wochen. Aber wow, eigentlich ist es schon besser, das zu wissen, weil dann kannst du wenigstens die Zeit so gestalten, wie sie am besten möglich ist. Und wenn du irgendwie zum Beispiel krank werden würdest oder sowas, kannst du vielleicht auch Dinge dagegen tun. Also sobald du das Buch hast, kannst du ja auch in die Geschichte eingreifen. Von daher würde ich das wahrscheinlich tun. Wow, oh mein Gott! Okay. Freunde, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Beim nächsten Mal, wenn ich nochmal sowas machen sollte, dann werdet ihr hoffentlich die Chance nutzen und Fragen stellen, die ich sonst nicht beantworten würde. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann.